Es ist nicht nur Seilspringen. Jump Rope, wie wir sagen das in den Staaten, und Rope Skipping hier in Europe ist ein Extremsport. Und das ist nicht ganz bekannt, wie wir möchten das, aber es ist ein sehr starker Sport. Es ist viel Gymnastik da drin, es hat viel zu tun mit Musik, Rhythm, und jedes Alter kann springen, vom ganz klein bis Erwachsener. Cameron Simpson aus den USA ist Jump Rope Mom. Durch ihren Sohn kam die Amerikanerin vor 15 Jahren mit der modernen Form des Seilspringens in Berührung. Zusammen mit einer Delegation von 15 Sportlern aus den Vereinigten Staaten weilte sie kürzlich in Beelitz beim 5. deutsch-amerikanischen Sommercamp der Rope Skipper. Wir waren in Rüsselsheim vor Osterkamp und wir hatten Kinder da zu lernen auch. Und wir hatten ein paar von unserem Team, das haben geholfen, die Kinder in Burning Ropes. Und da hat das Freundschaft angefangen. Wir waren eingeladen, hier zu kommen, für ein Camp zu machen. Und nun ist es unser 5. Jahr. Es ist nicht nur Seilspringen, aber Freundschaften, das wir haben gemacht, und unsere deutsche Familien, das wir wohnen mit. Und das ist ein wunderbares, ich weiß nicht, das Wort in Deutsch zu sagen, Relationship. 5 Tage lang lernten Deutsche von Amerikanern und Amerikaner von Deutschen. Zu den Trainern, den sogenannten Staffs während des Camps, gehörte auch Luisa Kramer aus Sedin, die seit 8 Jahren mit dem Seil trainiert. Wir haben Training so zwischen 2-2,5 Stunden und ja, springen halt die meiste Zeit, probieren neue Sachen aus, üben unsere Routines und so weiter. Da werden die Beine doch ganz schön platt, oder? So nach 2,5 Stunden springen die ganze Zeit? Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr anstrengend und man braucht sehr viel Energie und Ausdauer dafür. Wo holst du die her, die Ausdauer? Naja, man trainiert natürlich im Training auch die Ausdauer immer weiter. Und es treibt einen halt einfach der Spaß an, auch immer weiter zu trainieren, weiter neue Sachen auszuprobieren. Dadurch wird man immer fitter und fitter. Die Geschichte des Rope-Skippings, also des Seilsprings, ist nicht vollständig bekannt. Vermutlich wurde es im 17. Jahrhundert durch holländische Auswanderer nach Amerika exportiert. Anfang der 1980er Jahre brachte der deutsche Sportlehrer Wolfgang Westrich mit seinem Team, den Rusty Jumpers, die Sportart im Rahmen eines Schüleraustausches nach Deutschland. Sie besteht aus 2 unterschiedlichen Wettkampfdisziplinen, Geschwindigkeit und Freistil. Beide Disziplinen können jeweils im Team oder einzeln absolviert werden. In der Geschwindigkeitsdisziplin gilt es, so viele Durchschläge wie möglich in einer bestimmten Zeit zu absolvieren. Im Freistil wird zur Musik eine einstudierte Choreografie präsentiert. Kampfgericht bewertet anschließend die Schwierigkeit und die Kombination der Sprünge. Für die unterschiedlichen Disziplinen kommen diverse Seile zum Einsatz. Es gibt Speedseile, die sind ganz dünn und aus Draht. Dann gibt es Single Rope Seile, die sind aus Gummi. Und dann gibt es hier Wheelseile, die sind meistens mit so einem Röhrchen dran. Und dann gibt es etwas längere Double Dutch Seile. Da schwingt man mit 2 Seilen gleichzeitig. Das können auch so eine Röhrchenseile sein, manchmal springt man aber auch mit Stoffseilen oder mit so einem Gummiseil, mit so einem langen. Und die schwingt man halt gleichzeitig und den kann man da reinspringen. Beim Einzel ist es halt einfach so, dass man nur ein Freestyle-Element hat, also nur eine Kür nach Musik springen muss und dafür aber 3 Schnelligkeitsdisziplinen hat. Und im Team hat man 4 Routinen mit Musik und halt auch im Team, man hat dann Einzelseil, was ja das normale Seilspringen ist, und Double Dutch, was mit 2 Seilen, die gegenläufig sind, passiert. Und ja, man springt zu 2, zu 3, zu 4. Ist eigentlich die Schwierigkeit, wirklich alle zusammen so zu passen, dass auch alles funktioniert. Die Seile bleiben natürlich hängen, wenn einer mal nicht im Takt ist oder ähnliches. Die Schwierigkeit ist auch, beim Einzelseil zum Beispiel synchron zu bleiben und auch im Takt der Musik zu springen. Ja, das sind so die Hauptpunkte, die wirklich schwierig sind. Den Abschluss des Trainingslagers bildete eine Show, in der bis zu 25 Jugendliche gleichzeitig zwischen den Seilen ihr Können präsentierten.
Ropeskipping wird in Deutschland unter dem Dach des Deutschen Turnerverbandes durchgeführt. Vereine in der Region, die den Sport anbieten, sind unter anderem die SG Blau-Weiß-Beelitz, der RSV Eintracht 1949, Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf und diverse Schul-AGs.